So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge bei Empires and Tribes. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit unsere Friendos hier sind mit dem Ausbau des nächsten Wohnhauses, ne? Naja, die schleppen als erstes erstmal nur Baumstämme. Gucken wir mal schnell, dass wir hier doch ein bisschen was an Steinen mithelfen, damit das ein bisschen zügiger geht. So, haben wir die Steine schon mal da. Ich würde fast sagen, sobald das Wohngebäude fertig ist, werden wir erstmal als nächstes dann unser Rathaus mal ausbauen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, hier können wir jetzt gucken. Unsere Arbeiter gehen nämlich gerade schon wieder in den Feierabend und gucken wir, dass wir hier schnell das Leben noch hinschaffen. Mal Leben ranschaffen. So, eine Tonne fehlt noch. Dann können wir nämlich schnell noch mal eine Runde schlafen gehen. Dann können wir am nächsten Tag in Ruhe dann... Na, komm schon. Können wir am nächsten Tag dann in Ruhe das Wohngebäude fertig bauen lassen von unseren Arbeitern hier. So. Gönnen wir uns auch mal eine Mütze Schlaf. So. Dann wollen wir mal. Schmeißen wir uns mal recht schnell nochmal ins Bett. Hm? Wie gesagt, eine Nacht können wir theoretisch jetzt immer mal durchmachen. Wir müssen eigentlich nicht jede Nacht schlafen. Aber gerade wenn wir jetzt größere Bauabschnitte haben, ne, da würde ich ungern alleine ran dann. So, Autosave läuft auch nochmal durch. Wunderbar. So, da haben wir 1 Uhr. 4 Stunden noch, dann werden unsere Arbeiter wieder an den Start gehen. Hm. Haben wir es 3 Uhr. 1 Stunde noch. Hier, muss ich gestehen, würde ich mir auch nochmal eine Funktion irgendwie wünschen, dass man einstellen kann, direkt bis wann man schlafen will. Ne? Also ähnlich wie man es beispielsweise früher aus Skyrim oder so kannte. Dass man halt direkt eine Stundenzahl angeben kann. Da bräuchte man es nicht vorlaufen lassen. Und hier wertvolle Sekunden quasi abwarten, bis die Zeit rum ist. Könnte das gleich skippen, dass man sagt, 5 Stunden fortschreiten. So, was haben die denn hier? Die Lager der dazugehörigen Webereien gähnen vor Leere. Lasst uns durch Kapital schlagen. Das wären 150 Pfennig für 15 Tonnen. Hm. Haben wir, glaube ich, letztes Mal mehr bezahlt, ne? Oder? Wir hatten, glaube ich, 56 oder so für 8 Tonnen. Ich glaube, dann machen wir sogar plus, ne? Nehmen wir mal an. Wollen wir gleich mal gucken, wie viel wir jetzt im Moment noch haben. Und wie viel die hier noch haben, besser gesagt. Hm. Die würden 8 Gold bekommen, wenn wir hier verkaufen, ne? Gleich verkaufen. Gucken wir gleich mal. Können wir generell mal gucken, wie es aussieht hier mit unseren Lebensmittelvorräten. Ja, Fleisch ist komplett voll, ne? Können wir im Prinzip... Ui! Achso. 26 Mal und so weiter können wir immer mal verkaufen. Kriegen wir ordentlich Geld für. Ja. Verkaufen wir hier gleich mal Fleisch. So, unsere Bewohner sind unglücklich, sagt er gerade. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich nicht so gut. Hm. Könnten wir rein theoretisch überlegen, ob wir großzügig sind und sagen, bei der nächsten Stadtratssitzung setzen wir mal die Steuern runter. Holzschild will er uns andrehen. Hm. Braucht man eigentlich nicht. Ne? Holzschild braucht man eigentlich nicht. Ach so, was wir mal gucken können. Das ist nämlich eine Sache, die ist auch neu dazugekommen mit dem letzten Patch. Es gibt jetzt Rüstungen. Zum Anfang hat man nur Waffen und Schilde. Und jetzt ist nochmal eine neue Rüstungskategorie oder generell Rüstungen nochmal dazugekommen. Da müssen wir bloß mal gucken, wo wir die herkriegen. Die sehe ich nämlich jetzt hier im Moment erstmal nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir die herkriegen, die Rüstungen. Da müssen wir mal gucken. Mal, was haben wir hier Schönes? Was macht sie?
Kann man uns vorstellen, dass ihr dem Enis-Roman von Heinrich von Weldecke interessiert seid? Ja, nehmen wir mal an. So. Wir fühlen uns etwas beschwingt nach der Lektüre, okay? So, dann kriegen wir nämlich gleich wieder EP für unsere Fähigkeiten dazu. So, was haben wir denn hier? Einen verstärkten Spaten. Das dürfte wahrscheinlich Kupfer sein. Was haben wir denn hier? Alles nur Werkzeug, das können wir alles nicht gebrauchen. Holzspaten? Na, das wird der Holzspaten gewesen sein. Tja, dann müssen wir bloß nochmal rauskriegen, wo genau wir hier die Rüstungen herkriegen. Ah ja, 56 Pfennig hat man für die Wolle bezahlt. Also haben wir doch plus gemacht, als wir die verkauft haben. So, der will uns Fleisch andrehen. 12 Tonnen Fleisch für 20 Pfennig die Tonne. Alter, das ist teuer. Puh. Nee. So wahnsinnig sind wir dann doch nicht, ne? So, was haben wir hier? Kupferne Töpfe sind im ganzen Land zurzeit der letzte Schrei. Und die Preise für Kupfererz dementsprechend hoch. 6 Tonnen Kupfererz würde ich mit 60 Pfennig entlohnen. Oh, den mache ich mal an. So, da haben wir wieder 12 Pfennig an Steuern bekommen. Aber relativ wenig Einwohner, ne? Ich glaube, 4 Einwohner sind bloß dazugekommen. Das ist noch nicht so viel. So, aber dann würde ich sagen, wir bauen unser Lager, hier unser Dingsmann aus, ne? Kostet auch wieder Steuern Unterhalt, ne? 20 Pfennig Gesamtbilanz nach Ausbau. Aber machen wir mal. Ui. Kostet aber ordentlich Baustoffe, ne? 60 Steine allein schon. Ja. Gute ist, das geht relativ schnell, wenn wir halt genau dran stehen. Ne? Brauchen wir uns keinen Meter bewegen, das ist schon mal gut. Bin ich jetzt gleich mal mega gespannt, wie das Rathaus gleich aussieht, nachdem wir es ausgebaut haben. Ja. Ironie, ne? Aus der Hand direkt rein ins Fundament. Ja. Wenn es mal immer so einfach gehen würde, ne? Dass man nicht extra großartig laufen müssen, hier um die Baustoffe ranzuschaffen. Ja? Haben wir einmal zu wenig gerade gehabt? Ah, ne. Gott sagen. So, dann als nächstes Lehm. Oh, das geht dann schön schnell. Das geht dann schön schnell. Ja. Da bin ich jetzt gleich mega gespannt, wie das Rathaus aussieht nach der letzten Ausbaustufe. Hm. Nochmal nehmen. So. Dürfte rein theoretisch auch hier wieder der Fall sein. Ne? Brandwahrscheinlichkeit dürfte damit auch wieder deutlich runtergehen. So, und als letztes werden wir dann auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, unsere Lagerhäuser upgraden. Damit wir wieder genügend Träger haben, die unsere Baumaterialien hier quasi wegschaffen. Oder generell alle Waren, die wir herstellen. Geht das ein bisschen schneller? Hm. Kann man ja rein theoretisch uns dann erstmal vorher nochmal angucken, wie das Gebäude vorher aussah, damit wir auch die Veränderung sehen. Hm. Ist aber gut, dass die Steuern oder der Unterhalt erst abgezogen werden, wenn das Gebäude fertig ist. Hm? Im Moment haben wir immer noch plus 42. Da, einwandfrei. Baumaterialien sind alle da. So, dann gucken wir mal nochmal an, wie es vorher aussah, ne? Damit wir den Unterschied da sehen, wenn es fertig wird. So. In dem Fall hat man hier auch schon Steinfundamente, ne? Ah, okay. Hier kommt ein steinerner Türbogen auf jeden Fall schon mal rein. Interessant. So, hier ist kommt ein Kamin anscheinend nochmal dran. Okay. Bin ich gleich mal gespannt. Da bin ich gleich mega gespannt. So, dann würde ich sagen, helfen wir mal mit hier, ne? Gucken wir mal, dass wir irgendwo eine Stelle finden, wo wir auch den Baufortschritt vielleicht sehen. Ja. Scheint mir nicht so, ne? Müssen wir, glaube ich, abwarten, bis wir fertig sind. Aber wenn wir uns mal erinnern, das Wohngebäude hat eben schon ganz schön lange gedauert, ne?
Okay. Also zumindest der Steinrahmen ist schon fertig, ne? Bin ich gleich gespannt, wie es gleich aussieht, wenn es durch ist. Ah, okay. Ui, hier ist nochmal eine komplette Wand dran gekommen. Ah, jetzt sehen wir auch den Baufortschritt. Alter, okay, da müssen wir mal ordentlich loslegen hier, ne? Da müssen wir aber ordentlich loslegen hier gerade. Ziehen wir das Fachwerk gerade mal hoch. Hirsche bin ich auch mal gespannt. Hirsche werden wir dann, glaube ich, auch nochmal im Anschluss direkt mitmachen. Um aus der kleinen Kapelle im Prinzip eine richtige Kirche dann schon mal hochzumachen. Ah, ich wollte gerade sagen, machen die mal was hier? Oh. Wäre im Prinzip so ein bisschen die Überlegung, ob wir das vielleicht gleich im Anschluss machen sollen. Ja, wir haben schon wieder Probleme mit unseren Trägern, ne? Da haben wir schon wieder Probleme mit unseren Trägern. Puh. Da müssen wir ganz schön Arbeitskraft reinstecken. Oh, ja, ich würde fast sagen, wir nutzen die Gelegenheit einfach mal und ne? Gucken bei der Kirche schon mal. So, Kapelle zur Kirche ausbauen. Voraussetzungen 100 Bürger. Na gut, so viel haben wir noch nicht, ne? So viel haben wir noch nicht. Da müssen wir also, dass wir da noch ein bisschen Luft haben. Gut, das ist auch nicht so schlecht zu wissen. Ich würde mal meinen, dass wir die 100 Bürger bestimmt bekommen, wenn wir alle unsere Wohngebäude einmal upgraden. Wisst ihr, was haben wir ja dann doch schon? Bisschen was haben wir ja dann doch schon fertig? Hm. Bin mal gespannt, wie lange die hier brauchen. Das einzige Gute ist, wir sind mitten am Tag, ne? Das heißt, unsere Arbeiter sollten jetzt nicht gleich irgendwie abhauen. Ui, cool. Sogar oben mit richtigen Stein, ne? Steinfensterrahmen drinne. Scheint hübsch zu werden, das Gebäude. Not bad. Wollte aber auch sagen, also die Gebäude gefallen mir schon ganz gut, ne? Sehen auch gut detailliert aus. Wie gesagt, für ein Indie-Studio mit einem Early Access-Titel hier. Die Gebäude sehen teilweise sogar schon ein bisschen besser aus als bei anderen Titeln, ne? Ohne jetzt mal irgendwelche Namen zu nennen. Kann man hier vielleicht irgendwo sehen, wie weit wir sind? Ah ja, hier. Gut. Nur, dass wir einen Anhaltspunkt haben, wie lange wir hier noch dran rumklüppeln müssen, bis das Ding mal steht. Hm? Hm. Ja, wie gesagt, so ein bisschen, gerade wenn wir jetzt hier so dicht dran stehen, die Texturen können noch ein bisschen gepolished werden, was wahrscheinlich auch noch passieren wird. Aber ansonsten kann man, wie gesagt, echt nicht meckern. Hm? Gebäude sehen so im Großen und Ganzen eigentlich tippitoppi schon aus. Alter, zieht sich ganz schön hier, ne? Bin schon mal gespannt, wie groß unser... Oh, Gerichtsverhandlung haben wir gleich wieder. Na, können wir das gleich im nebenbei machen. Befragt den Ratsdiener zum Verbrechen. Ui. Sieht nicht schlecht aus, unser Gebäude, ne? Ist sogar noch mal eine Etage draufgekommen, wie es aussieht. Geil. Also jetzt haben wir definitiv so ein richtiges, kleines, mittelalterliches Rathaus, wie es jetzt gehört, für eine Stadt, ne? Alles schön aus Stein. Fachwerk drinne. Ui, sogar das Lagerhaus scheint noch mal eine Etage draufbekommen zu haben. Oh ja. So, dann schauen wir mal. Irgendwas fehlt hier noch. Ah. Bedarf nach Unterhaltung ist gedeckt. Die Frage ist, was ist das hier? Irgendwas fehlt noch, ne? Keramik, Metall. Ah. Irgendwas fehlt noch, aber ich habe halt keine Ahnung, was es sein soll. Bedarf nach Kloster ist gedeckt.
Kriegen wir das irgendwie raus, was hier fehlt? Ah, das werden Eisenwaren wahrscheinlich sein. Nehmen wir mal stark an, das werden Eisenwaren sein, die hier fehlen. Ist ja logisch, die haben wir natürlich noch nicht im Moment, ne? Oh. Gut, dann machen wir gleich das nächste Gebäude. Bauen wir gleich das nächste, oder lassen besser gesagt, ausbauen. Das könnten unsere Leute mal alleine machen. So, dann gucken wir mal. Wir sollen unseren Ratsdiener nach dem Verbrechen befragen. So, zum Gerichtsprozess befragen. Okay, ach, der Angeklagte ist doch bekannt dafür, auf die Kirche zu schimpfen. Sprecht mal mit dem Priester, der hat schon so einige Probleme mit ihm gehabt. Okay. So, dann gucken wir mal. Können wir nebenbei dann theoretisch auch gleich nochmal ja, ein paar Quests machen, ne? Während die unsere Gebäude hochziehen. So, da haben wir hier Vorbereitungen. Eure Hoheit, ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen meiner nächsten Predigt. Es ist mir ja schon lange ein Dorn im Auge, dass keiner unserer Bürger auch nur ein Wort Latein versteht und die Botschaft Gottes wohl wieder niemanden erreichen wird. Daher habe ich überlegt, die nächste Predigt einmal in unserer Sprache abzuhalten. Was haltet ihr von dem gewagten Unterfangen? So. Übersetzt die Predigt. Dann kriegen wir wieder Religion dazu. So, Gerichtsprozess können wir auch nochmal fragen. Ja, der Angeklagte ist das geschwätzigste Schaf unserer Gemeinde. Er wettert ohne Unterlass gegen meine Predigten, die Kirche im Allgemeinen. Letzte Woche habe ich ihn gesehen, oder habe ich gesehen, wie er vor der Kirche Schriftstücke verteilt hat. Seht euch doch hier einmal in Ruhe um. Okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier irgendwo Flugblätter oder so sammeln müssen, ne? Mama. Ob wir hier irgendwo... Sucht nach Hinweisen in der Kirche. Ja. Hoffen wir mal, dass es wirklich in der Kirche ist. Ja, wir erinnern uns mit den Werkzeugen, die überall verteilt und verstreut waren. Ja, vielleicht irgendwo auf den Bänken. Ja. Ja, ich habe so ein bisschen... Ah, hier liegt eins. So, heretische Schrift gefunden, okay. Befrage den Priester zum Verbrechen. So, ich glaube es nicht. Offensichtlich hat der Angeklagte diese heretischen Schriften hier in der Gemeinde verteilt. Das dürfen wir unter keinen Umständen tolerieren. Hört ihr? Unter keinen Umständen. Ja. Unser Martin Luther für Arme wahrscheinlich, ne? So, damit haben wir das erledigt, das haben wir erledigt. Und der Kirchenprozess dürfte damit auch fertig sein. Gucken wir mal, wie der Stand der Dinge ist. So, ah ja, 100% erfüllt. Höchstwahrscheinlich schuldig. Sehr gut. Haben wir alles erledigt. Aber der Rathaus sieht echt schick aus, muss ich mal sagen. Machen wir eins, wir werden mal reingehen und gucken uns das Rathaus auch nochmal von innen an. Ich meine, hier unten hat sich offensichtlich nicht ganz so viel verändert. Das sieht noch genauso aus, wie es vorher war. Es ist noch genau gleich. Hier können wir jetzt einmal rübergehen, theoretisch. Ne? Da haben wir jetzt hier nochmal im Prinzip einen Raum, der im Moment aber noch leer ist. Wie gesagt, wird vielleicht alles noch ein bisschen ausgebaut werden. So. Oh, hier ist ein neuer Saal dazugekommen. Ne? Der war vorher, glaube ich, nicht hier. Interessant, interessant. Haben wir jetzt hier zwei Gebäude im Prinzip oder zwei Abschnitte drin. So, und eine Etage höher. Ah, unser Bett ist jetzt hier oben drin. Interessant. Hier ist jetzt unser Schlafgemach drin. Ui, cool. Und wir haben nochmal so eine Art Festtafel drin, ne, für Besucher. Cool. Naja. Ordentlich, ordentlich. Oh, glaube ich, das hat mich nie so überrascht. Die Dorfkrankheiten. Unsere Dorfbewohner schleppen die Keime mit sich rum. So, ist wieder Feierabend. So, Leute gehen nach Hause. Passt, denke ich, ganz gut. Dann können wir nämlich direkt unsere Folgenpause machen, denn wir sind nämlich gerade bei 20 Minuten. Ja, haben wir diese Folge wieder ordentlich was geschafft, ne? Unser Rathaus erstrahlt in einem Glanz wie nie zuvor.
letzte Ausbaustufe unseres Routers haben wir damit auch erledigt. Und ja, wie man merkt, oder besser gesagt, wie man es nicht merkt, wir kriegen auch keine Nachricht im Moment mehr, dass unsere Lagerleute überlastet sind. Ne? Scheinbar das Problem also vorerst zumindest auch erstmal erledigt zu haben. Ja, nächste Folge würde ich dann sagen, wie gesagt, weiteren Wohnraum ausbauen. Und dann geht's in die Waffenproduktion. Das wird der letzte Schritt sein, der uns noch fehlt. Und dann stellen wir ein kleines Heer auf und dann gehen wir mal zu unseren Nachbarn rüber, ne? Für diese Folge wieder gerne fleißig das Däumchen drücken. Gerne ein Abo da lassen. Solltet ihr das erstmal auf dem Channel hier sein, um keine weiteren coolen Projekte hier zu verpassen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall schon sehr bald in der nächsten Folge bei Empires and Tribes. Bis dahin, bleibt schön gesund und ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.